Und willkommen zurück, meine Lieben. Wir haben natürlich immer noch nicht unsere Sachen zurückbekommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauern soll. Aber Stück für Stück hier. Jetzt haben wir auch schon wieder eine. Ah, da haben wir gerade alles wieder bekommen. Eben gerade kam's. It's Herobrine, it's Herobrine. Und hier ist noch eine andere Schallplatte. It's Herobrine. Irgendwie werden wir zugeschissen mit dem Scheiß. Eins steht fest. Wir haben jetzt wenigstens wieder viel Holz. Das ist schön. Ja, ich trau mich da echt nicht raus. Also ich trau mich da 2 Meter raus und dann ist es vorbei. Das ist doch scheiße, ist das. Naja. Wir machen jetzt erstmal auch hier so ein Schlafzimmer oder irgendwas hin. Das kann man ja nicht alles hier im Wohnzimmer lassen. Das sieht ja auch total scheiße aus. Dann machen wir mal ein bisschen Wohn nach Wunsch hier, ne? Also hier wird dann sozusagen unser Flur, wo man auch die Brennöfen alles lassen kann. Wie machen wir das hier? Hier verkürzen wir alles um eins. So. Ich habe so viele Baustellen, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll, wo ich vielleicht weitermachen soll. Ich habe einfach nur Schiss vor dem Hero-Arsch da. Dem Hero-Arsch. Ist egal. Davon lassen wir uns ja nicht beeindrucken, weil wir sind ja Gangster! Das ist Gangster-Shit. Ah, Moment. Könnte man hier irgendwo rausgucken? Nein. Hier? Nein. Toll. Wofür habe ich dann Fenster gebaut? Sag mal bitte. Oder wir bauen uns noch ein Obergeschoss hin. Das ist doch vielleicht eine gute Idee. Genau, dann machen wir hier einen Weg nach. Alter, jetzt habe ich gerade so einen geilen Gehirnschiss bekommen. Moment. Wir probieren es gerade mal. So, das kommt jetzt gerade mal weg. Ich habe da gerade voll die geile Idee. Hammerhart. Könnte euch vielleicht sogar gefallen. Vielleicht. Die führt ja in den Keller runter, also kann es ruhig diese beschissene Dingsbums haben. Na, wie heißt es noch gleich? Diese beschissene Design da. Da machen wir dunkle Treppen. Genau. Moment, das würde ich gerne hier so machen. Zack, 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 zack. Gerade voll die schnieke Idee bekommen, Freunde. Wartet mal ab jetzt. So. So. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen weiter gebaut. Das hört jetzt nicht noch auf hier, sonst heißt es ja, Alter, du hast ja gar nichts gemacht jetzt. Voll Scheiße von dir. Das kommt noch weg. Gut. Jetzt müssen wir halt nur mal gucken, wie ich das noch breiter setzen kann. Oder was ich da noch als Dingsbums mache. Mache ich da Stein hin? Mache ich da keinen. Nee, Stein würde scheiße aussehen, ne? Ich mache da ganz normales Holz hin einfach. Hier so ein Holz. Das präsentiert dann sozusagen den neuen Boden, genau, der dann oben kommt. Ja. Schick, schick, würde ich sagen, oder? Doch, hat was, auf jeden Fall, klar. Das ist zwar jetzt nicht das Allerschönste, aber es ist schon irgendwo schön. Irgendwo ja immer. Liegt halt alles im Auge des Betrachters, ne? Es gefällt nicht jedem, ist klar. Man kann es auch nicht jedem recht machen, das ist auch klar. Das zu probieren wäre eh Wahnsinn. Von daher, man zieht einfach sein Ding durch, das was einem Spaß macht und dann findet man schon seine Zuschauer. Genau wie ich. Übrigens bin ich euch auch sehr dankbar so für das ganze Kommentieren, Daumen hoch, Teilen und was ihr da alles für mich tut. Also wirklich Hammer Community habe ich. Krass, ich bin echt super stolz auf euch, wirklich. Und dafür mal ein fettes Dank an euch, das habt ihr euch wirklich verdient. Und das wollte ich einfach mal loswerden. Dass ihr Bescheid wisst. Mein Plan wird jetzt halt folgendermaßen aussehen. Oh, du abgefuckte Musik, ich dachte, Herobrine steht gerade hinter mir. So, der jetzige Plan sieht so aus, dass ich hier oben dann ein neues Stockwerk mache. Mit Balkon und was weiß ich noch alles. Da hat man auch eine gute Aussicht auf den Berg und alles. Also es wird aussehen wie, was weiß ich, Loch Modan. Meridian. Wie die ganze Scheiße heißt. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier weiter grabe, komme ich schon direkt raus. Oder bald zumindest. Da geht er noch ein bisschen. Ja. Dann können wir immer auf den Hero-Arsch gucken. Gut, wir graben jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Mir ist aufgefallen, hier in diesen Herobrine-Folgen tue ich eigentlich zu so 99% nur bauen. Nur bauen, versuchen zu überleben und alles, ne? Aber ihr seht ja, man kann ja nicht raus bei dem Penner. Kriege ich ja direkt, was weiß ich, einen Herzstillstand.
lassen wir das so. Und dann nicht. Oder hier zwei Spiele Holze machen. Ach, keine Ahnung. Das überlege ich mir alles noch in Ruhe. Das hat ja noch Zeit. Da stresse ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das kommt jetzt hier noch weg. Ich mache es jetzt erstmal nur so breit, weil ich weiß ja nicht, wie breit es hier alles wird. Und deswegen scheißegal. Och ja, Freunde. Komischerweise, ich wurde zweimal angerufen. Jetzt werde ich unterdrückt angerufen. Witziges Ding. Irgendwie versucht mich jeder immer hier ein bisschen zu verarschen, ne? Aber der Master hier, der fällt doch nicht drauf, nein. Ich frag mich eigentlich, wann mir das Eisen hier ausgeht, ne? Weil ich verschwende das ja wirklich wie nix. Aber das sieht geil aus mit der Treppe hier, finde ich. Finde ich richtig schön. So, das wird noch abgemacht. Muss ich halt mal gucken. Entweder mache ich hier ein Fenster raus oder ein Balkon raus. Ich glaube, ein Balkon macht Sinn. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier noch Holzboden. Genau, und das wird dann Steinboden. Steinwände. Okay, ich habe gedacht, eigentlich ist da jetzt schon direkt so der mäßigste Ausgang, aber ist ja nicht. Ich mach das dann halt mal so ein bisschen weg. Jawohl. Aufsammeln. Chaka-chong, chaka-chong. Mach das jetzt so. Nur jetzt provisorisch, weil ich möchte ja Glasscheiben logischerweise reinmachen. Dass wir auch mal rausgucken können, auch mal Licht kriegen oder was weiß ich was. Dann sind wir wenigstens schon mal gefeit vor dem Penner. Dann können wir gucken, wo der rumläuft. Das ist ja auch mal wertvoll, sowas. Dann gucken wir uns das noch von draußen an. Gucken an, wie das aussieht im Ungefähren. Ja, keine schlechte Idee eigentlich. Finde ich jetzt. Da tanzt ein Erdball rum, aber den haben wir jetzt aufgeschnappt. So, jetzt ist nur noch die schwere Frage, wie wir das hier machen. Entweder lassen wir hier diesen Stein so als Art Mauer. Weil wenn ich jetzt hier die Erde hinklatschen würde, Quatsch, Erde. Holz hinklatschen würde, würde das ja auch dick scheiße aussehen, ehrlich gesagt. Wir müssen das anders da machen. Irgendwie muss ich mir da was einfallen lassen. Zum Beispiel jetzt hier. Kann es dementsprechend so weit weg. Was mache ich dann da hin? Boah, ich bin gerade voll überfragt, ne, Freunde? Wie wäre das, wenn man dann nur diese normalen Treppen da hinsetzt? Haben wir davon noch welche? Nein, haben wir nicht. Aber von diesem Holz Treppen machen? Also aus diesem Holz, so rum. Warte, ich probiere es mal. Treppen machen ist ja nicht gerade leicht, ne? So. Und wenn wir das jetzt einfach hier so da dran klatschen. Sieht für diese Ebene auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, oder wir machen eine Holzdecke. Ja, warte mal, wir müssen ja eh das verändern. Klar. Dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt hier eine Holzdecke hin. Bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen es ja irgendwie... Was war das? Keine Ahnung. Also Freunde, wir müssen ja hier eine Holzdecke hinmachen. Weil das wird ja dann in der zweiten Etage unser Boden sein. Also von daher macht es ja eh keinen Sinn, wenn ich jetzt überlege, wie ich das machen soll, damit hier Stein bleibt und da oben Holzboden hinkommt. Das sind ja... Ich hätte noch eine Treppe weiter höher gehen können, aber das sieht ja auch scheiße aus. Soll man da so übertreiben? Das macht ja keinen Sinn. Und so sammeln wir wenigstens Stein. Das ist auch ein schönes Ding. Wir können aber... Guck mal, Freunde, ich zeige euch mal was. Wir machen es jetzt zum Beispiel so. 4, 2, 4. Ja, das ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Aber wartet mal, ich probiere es mal für euch. Das könnte eigentlich klappen. 1, 2, 3. Ja, wobei, kann klappen. Doch, doch, doch. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hier so probieren. Wartet. Wir nehmen jetzt dieses Holz hier. Ja. Doch, das klappt sogar. Geile Scheiße. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt muss ich mir nur noch
was anderes vorstellen, und zwar wie wir das machen müssen. Moment. Also die Breite her im Endeffekt. Dass wir auch mal nicht so eine langweilige Decke haben, sondern mal ein bisschen was Schniekeres hier. Die Idee könnt ihr euch auch gerne abgucken. Könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das gefällt oder ob ihr das auch benutzt bei euch dann. Naja, nein, vielleicht. Guck mal, wir können das nämlich so machen. Wir bräuchten drei davon. Drei. Drei. Eins, zwei, drei. Nee, klappt nicht. Gut. Da müssen wir das irgendwie ein bisschen verändern, die Design-Idee. Dann, warte mal, dann machen wir das so. Scheiß drauf, machen wir einfach alles zu Holz. Und daraus machen wir jetzt ein paar Holztreppen. Wir brauchen hier eh genug davon. So, Moment. Komm rüber da. Zack. Und zack. Das wird zwar auf gar keinen Fall reichen für unser Projekt, aber ist egal. Ist ja nur fürs Erste. So. Shit. Wo ist die Axt? Da ist die Axt. Weg damit. So. Ja, doch, doch, doch. Langsam kommt die Kreativität hier voll raus. Jetzt müssen wir wirklich noch gucken, wie wir das hier machen. Ich muss euch das mal hier noch zeigen. Eventuell klappt es ja wenigstens hier. Oder wir probieren es wenigstens. Ja, wir machen das einfach. Ist egal. Wenn es nicht klappt, habe ich noch eine andere Idee. Beziehungsweise es wird einfach klappen. Dafür werde ich sorgen und fertig aus. Ah, da kümmere ich mich jetzt drum. Die brauchen wir auch noch. 42 Stück müssten ja irgendwo reichen. Die kommen jetzt. Ja, toll. Immer noch der Schattenback oder was? Das ist ja jetzt irgendwie ätzend, dass dieser Bug noch da ist, ne? Scheiße. Naja, naja, naja. Also, das muss jetzt auch nochmal weg. Weg da, weg da, weg da. Wenn wir jetzt so machen. Ne, das war falsch. Verdammte Scheiße, ist alles nicht so einfach hier. So. Jetzt. So. Zum Beispiel, ne, damit wir nicht so viele dunkle Stellen haben, mache ich das halt jetzt einfach so. Ich könnte es jetzt auch mit dunklem Holz ausfüllen, klar, das würde auch gehen. Oder Moment mal, das machen wir hier sogar auch mal. Damit wir diesen scheiß Schattenback nicht haben. Weil der turnt ja voll ab, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dass die den vor allem immer noch nicht beiseite kriegen, das verstehe ich einfach gar nicht. Was ist denn an so einem Bug bitte so schwer zu beseitigen? Also, keine Ahnung, wenn irgendjemand mir erklärt, was daran so schwer sein soll, dann sagt's mir ruhig. So. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr kreativ aus. Also da kann man echt nichts sagen. Gut. Das gleiche machen wir jetzt hier vorne. Wir müssen das jetzt erstmal hier an dem Ende noch machen, weil. Es kann sein, dass es nicht reicht vom Platz her. Dann haben wir halt die Scheiße am Ende. Mann, dann muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen wegen dem Kram da. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. So. Seht ihr, weil hier würden wir jetzt keins hinbekommen. Das ist halt natürlich jetzt sehr traurig. Dafür kann man es dann so machen. Da, was würde noch gehen? Machen das nochmal weg hier. Da wir mehr helles Holz haben als dunkles, machen wir mal das jetzt ein bisschen anders. Wir machen hier helle Treppen hin. Moment. So, zum Beispiel könnte man machen. Aber das ist jetzt auch noch nicht so das Wahre. Wenn man die Treppen jetzt einfach umdreht, demonstriere ich euch jetzt auch gleich mal. Nein, das war nicht das, was ich erreichen wollte. Das schon eher.
Dann gäbe es noch diese Möglichkeit. Das sieht dann halt auch genauso aus wie hier so. Dunkles Holz. Ist halt ein bisschen optischer Betrug, aber es funktioniert, ne? Dafür ist halt der Schattenbug auch von Vorteil, muss man ja wirklich mal sagen jetzt. Ich mache das hier noch weg. So. Und das hier kommt jetzt hier nochmal her. So. Oh, scheiße, Alter. So wollte ich das eigentlich haben. Und ging das nicht. Minecraft, du böses Ding. Warum machst du es immer so schwer? So. Jetzt kann man zum Beispiel das hier als Säule benutzen. Ich meine, es sind jetzt auch so viele Fackeln, aber scheiß drauf, ne? Dann würde ich fast sogar schon sagen, wir machen da auch noch Holz hin, damit es hier so einen geraden Abgang hat. Das wird ja eigentlich nie noch richtiges Holz. Ja, keine Ahnung, hier oben muss ich dann einfach nochmal gucken, wie ich das machen werde, aber hier unten gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich hoffe euch auch. Denkt dran, in die Kommentare schreiben. Diesmal ist es mir recht wichtig, dass ich weiß, ob es euch gefällt oder nicht. Ja, was heißt diesmal? Das ist mir sonst auch wichtig, aber ihr wisst ja, wie ich meine. Also diesmal lege ich halt großen Wert drauf, dass ihr mir das sagt oder halt Bescheid gebt, wenn es euch nicht gefällt, ne? So meine ich das. So, das sind genug Treppen auf jeden Fall. Dann machen wir nochmal weiter. Oh, ich vergesse aber auch immer diese falsche Seite, ne? Ich mache das immer falsch. Scheiß Kiste, geh weg. So. Gut. Ist halt eine schöne optische Täuschung irgendwo und es hat halt auch einen gewissen Stil, den halt nur sehr wenige überhaupt in einem Let's Play verwenden, ne? Muss man ja auch mal sagen, so diese kreativen Dächer und sowas, wer, oder Decken, wer macht sowas schon? Da sind wir wirklich auf einer besseren Spur, kann man wirklich sagen. So. Die Treppen haben wir ja hier noch. So, wie war das jetzt so rum, ne? Ja. Oh, ja, man leckt mich doch am Arsch. Hier. Wieder die scheiß Kiste im Weg. Mensch, 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 Mensch. Und hier jetzt. Natürlich habe ich mich mal wieder direkt verklickt. Das ist doch Standard eigentlich. So. Hier oben müssen wir dann halt alles noch ausfüllen, aber das ist ja nicht das Problem. Oh. Hier oben ist eindeutig zu dunkel. Das möchte ich nicht riskieren, Freunde. Es wird also schon wieder Nacht draußen. Das ist ja wieder richtig hässlich. So. Es kommt so. Und. Na, verdammt. Und so. Ja, was haltet ihr von dem Dach? Hat doch was, oder? Natürlich kann man jetzt ja auch nochmal hier. Ah, ne, geht nicht. Das würde ja dann scheiße aussehen, oder? Ja, könnte man eigentlich auch so machen. Machen wir, glaube ich, auch. Das sieht dann auch sehr verspielt aus und sehr originell irgendwo. Na, warum willst du hier nicht so richtig? Doofe Treppe, du. Jetzt. Gut. So. So. Und so. Jetzt so. Und so. Alles klar, Freunde. Das ist unsere wunderschöne neue Decke. Hat sie überall System? Ja, sie hat überall System. Ja, schön. Alles klar, Freunde. Dann bis zur nächsten Folge. Euer Master 3D. Tschüss.